Schönen guten Tag. Herzlich willkommen zu einer neuen Woche. Dann ist das Ding queer. Ich werde es wahrscheinlich nie nicht ersprechen. Egal. Diese Woche ist das Thema alte Bekannte. Sprich, wie wir zum Beispiel mit Leuten umgehen, die wir aus der Schulzeit oder sowas wieder treffen. Also jetzt zum Beispiel Grundschule, Realschule, wie auch immer, alte Lehrer. Oder zum Beispiel auch Verwandte, die das Ganze irgendwie nicht so ganz mitgekriegt haben. Ich meine, wir haben alle Verwandte, die wir, weiß nicht, alle 3 Jahre einmal sehen. Und wie wir quasi damit umgehen, was wir vielleicht auch für Situationen daraus schon kennen. Ich meine, das ist oftmals ziemlich unangenehm. Und was es da halt sozusagen gibt, ne? Erstmal ist es natürlich immer übertrieben unangenehm, wenn man in der Stadt oder sowas von jemandem, zum Beispiel, wenn man jetzt noch relativ am Anfang steht oder erst kurze Zeit auf Testo ist oder sowas und man trifft jemanden altes Bekannten oder alten Bekannten und ich meine, sie können ja quasi den neuen Namen jetzt nicht wissen und dann hast du da einen, der ja plötzlich in der Stadt über den... Das Ding ist ja auch, wenn man die dann trifft, dann kommen die ja nicht zu einem und sagen, hey, alter Name, nennen wir jetzt Susi. Ne? Hey Susi. Nein, die kommen ja immer zu einem und schreien über den kompletten Platz. Hi Susi, wir kennen uns doch von damals. Du bist meine Klassenkameradin aus der dritten. Ist ja immer so. Und dann sind das so diese Momente, wo wir am liebsten alle über den Mann. Also ich denke mal, das wird werden viele schon kennen. Und das ist natürlich immer eine wahnsinnig beschissene Situation. Also auch wenn man alte Verwandte trifft oder sonstiges und die es auch nicht so wirklich hinbekommen dann mit dem Pronomen und das Ganze, es ist einfach immer wirklich eine richtig beschissene und vor allen Dingen finde ich eine übelst unangenehme Situation. Also ich meine, ihr wisst, normalerweise gehe ich ja mit jeglicher Situation super um, aber was will man da dann groß machen? Kannst ja dann nicht zurückschreien, hey, nee, eigentlich heiße ich Paul und eigentlich bin ich auch der Klassenkamerad. Macht ja keiner, ne? Das ist immer irgendwie ein bisschen doof und vor allen Dingen weiß man, also ich bin mir auch immer unsicher, wie ich mit dieser Situation dann umgehen soll. Also ob ich demjenigen jetzt einfach sage, hier, pass auf, ich bin transsexuell, ich heiße jetzt Paul. Oder ob ich dann quasi einfach so, um die Situation schnellstmöglich hinter mich zu bringen, einfach dann so, ja, kurz so diesen üblichen Smalltalk abhalte und mich dann schnellstmöglich verpisse und bei der nächsten Gelegenheit das irgendwie hintenrum sage. Also das kann ich so nicht sagen. Ist mir, muss ich auch tatsächlich sagen, noch nicht jetzt so unbedingt vorgekommen. Ich bin tatsächlich einfach immer jemand, der die Gespräche dann sehr schnell hinter sich bringen möchte, weil ich prinzipiell nicht so gerne mit Menschen rede, in der Stadt oder auf der Straße oder so irgendwas. Und umgehe sowas halt, wie gesagt, dann immer. Aber ich denke, also, beziehungsweise fände ich es auch schwer, da irgendwo einen Anfang zu machen. Ich meine, klar hätte man quasi eigentlich eine super Situation dafür, um sich zu outen, aber ist das auch einfach blöd, also ich sag mal zwischen Tür und Angel, dann jemanden so eine Situation zu erklären und zumal möchte man es ja auch einfach nicht jedem unbedingt auf die Nase binden. Muss man, denke ich, selber wissen, wie man mit der ganzen Situation umgeht. Ich meine, wenn man jetzt zum Beispiel schon ein halbes Jahr auf Testo ist und die einem halt immer noch erkennen, wird denen ja wahrscheinlich selber auffallen, dass da irgendwas nicht richtig ist. Beziehungsweise kommt ja dann die Frage eh auf den Tisch. Und dann kann man ja einfach sagen, ja, ich bin in Hormontherapie oder sonstiges. Also ich glaube, dass man da das dann halt einfach so, ich meine, Menschen sind ja auch nicht ganz so blöd. Manche zumindest, dass dann, wenn man sagt, ich bin Hormontherapie, ne, dann ist es so, man muss es ja auch nicht machen, man kann es halt auch einfach so stehen lassen. Aber dann hat man wieder die Gefahr, dass derjenige dann hundertprozentig irgendjemanden fragen würde, der es wissen könnte. Und dann geht's wieder hintenrum los. Ist halt auch scheiße. Deswegen sage ich das, also ich finde, alte Bekannte treffen und das Ganze ist wirklich das Unangenehmste und Schlimmste. Also man muss halt wirklich einfach abwägen, wie man in der Beziehung, in welcher Beziehung man jetzt zu demjenigen zum Beispiel steht, wie viel man denn ihm jetzt auch irgendwie sagen möchte. Und
Manchmal kommt man halt dann wirklich einfach nicht drum rum, weil die Sache entweder so offensichtlich ist oder derjenige einem halt dann wirklich einfach so die Pistole auf die Brust hält. Also, das ist wirklich schwierig. Ich meine, bei, also wenn man jetzt mal zum Beispiel nur von fremden Freunden, Schulmitgliedern, Klassenkameraden, wie auch immer, davon ausgeht. Bei Familienmitgliedern finde ich es eigentlich immer relativ, also ist es ein bisschen einfacher. Den sagt man das ja, denke ich mal, eher als jetzt irgendjemanden, den man das letzte Mal gesehen hat, als man 10 war. Familienmitglieder sieht man zum Beispiel in der Regel manche öfters, manche auch wieder nicht ganz so oft, aber zum Beispiel denen, den man öfters sieht und die es halt vielleicht noch nicht wissen, denen kann man das ja sagen. Aber gut, der Großteil von den Familienmitgliedern weiß das ja eigentlich immer. Ich meine, selbst eine Familie ist wie ein kleines Dorf. Das geht ja alles immer vom einen bis nach ganz hinten durch, ob man will oder nicht. Und selbst wenn dann halt nur noch zwei, drei Leute da sind, dann würde ich an meiner Stelle dann einfach so sagen, was Sache ist. Erstens ist es Familie. Zweitens werden sie das zur nächsten Familienfeier eh rausfinden. Und bei den Leuten oder die aus der Familie, die, was weiß ich, 500. Grades sind und die man halt zum Beispiel nur, auch dann nur einmal im Jahr sieht oder so, kann man ja mal, kann man ja gucken, aber ich finde, bei Familie ist einfach, für mich stellt sich bei Familie keine Frage, warum ich mich nicht outen sollte. Also es steht bei mir wirklich gar nicht, in Frage. Das würde ich immer machen. Natürlich ist es unangenehm, wenn das halt auch wieder so ein zwischen Tür und Angel Ding ist, aber ich weiß nicht, bei meiner Familie braucht, also ich muss mir keine Gedanken machen, mich vor meiner Familie irgendwie zu schämen oder sowas, oder muss mir keine Gedanken darüber machen, ob ich mich vor denen jetzt outen will oder nicht, weil für mich steht fest, dass ich da bei meiner Familie halt wirklich keinen Unterschied mache, was das Outen angeht. Und ja. Bei alten Lehrern, also ich hatte auch mal eine Lehrerin getroffen, als ich in, also wieder in Thüringen so zu Hause war. Und wir ja, waren dann halt auch so im Gespräch und sie hatte mich halt, sagte halt auch, dass sie mich gar nicht so erkannt hätte und alles, bla bla bla. Und ich habe dann auch nur so gesagt, ja, ne, hier dies, das, läuft, bla bla, und heiße jetzt Paul. Als sie dann halt meinen Namen so meinte, ich so, Paul. Dann hat sie mich nur angeguckt und meinte, endlich. Ich so, was? Ja, man ist ja nun schon mit ihr groß geworden und man konnte das Ganze schon ahnen und ist damit auch super locker umgegangen. Ich glaube, Lehrer sind da ganz schön resistent. Ich meine, da gibt es wahrscheinlich schlimmere Dinge, als einfach zu sagen, dass man jetzt transsexuell ist. Und meistens, meine Güte, Lehrer wurden auch nicht mit der Steinschleuder gefüttert. Die wissen ja was. Ne? Die haben ja schon viel in ihrer Laufbahn quasi gesehen. Also Lehrer oder sowas, das ist mir eigentlich auch total schwurz. Je nachdem, wenn ich sie gemocht habe, dann, ne? Wenn nicht, dann grüßt man sich aber ja auch meistens einfach nur. Also ich glaube, dass das einfach ein Thema ist, wo man selbst vielleicht auch situationsbedingt einfach entscheiden muss, ob man dem gegenüber das jetzt sagen möchte oder lieber nicht. Da gibt es, glaube ich, keinen großen Tipp, den man eingeben kann oder Ratschläge, sondern das muss man halt einfach so nach Gefühl machen. Und wenn man halt zum Beispiel jemanden trifft, dem man es gerne sagen möchte, aber man halt niemand ist, der das irgendwie so von Angesicht zu Angesicht ist, dann lässt man sich halt Facebook oder die Handynummer geben und macht einen auf, hey, lass uns mal im Kontakt bleiben. Wisst ihr, wie ich mein? Also, da müsst ihr, das ist wirklich, da kann ich euch jetzt erstmal keine Hilfe geben, außer immer selbstbewusst bleiben. Ne, Regel Number First hier bei mir. Ja. Gut. Entschuldigt meine Aufgedrehtheit. Mal wieder. Okay. Ja. In dem Sinne wünsche ich euch noch viel Spaß mit den anderen Jungs, außer mit Colin, der das Video ja schon vorneweg gemacht hat. Habt ihr dieses Mal nochmal ein anderes Thema in dieser Woche? Wir sind voll special. Und so. Ich erzähl, ich mache jetzt hier lieber Schluss, das ist schon wieder Quatsch. Wir sehen uns nächste Woche, schönes Wochenende, auf Wiedersehen. Tschüss!